Moin zusammen. War eine aufregende Woche. Im Anschluss an die Nachrichten mache ich noch ein zusätzliches Video, was noch eine Erklärung meinerseits darstellt und hoffentlich auch dann für Klarheiten im Netz sorgt. Die Honigmann-Nachrichten vom 12. Januar 2015, Nummer 510, Welt. Frauen, die die Antibabypille einnehmen, wissen ein erhöhtes Risiko für einen Mangel an verschiedenen Vitalstoffen auf. Besonders fatal ist dies bei den Vitamin C und E. Diese Vitamine wirken antioxidativ, bekämpfen also unter anderem jeden oxidativen Stress, der durch die Pilleneinnahme im weiblichen Körper entsteht. Fehlen diese Oxidantien, steigt auch das Risiko für diverse Erkrankungen, unter anderem für Krebs und Herz-Kreislauf-Probleme. Nimmt Frau dennoch die Pille, sollte sie wenigstens Vorsorge tragen und besagten Nährstoffmangel vorbeugen. New York. Das Start-up EcoVitive will Pilze aus neuem Bau- und Designmaterial etablieren. Dazu hat das Designunternehmen eine Methode entwickelt, um Kunststoffe durch eine pilzbasierte Substanz zu ersetzen. Ein Aufzuchttest für zu Hause soll nun dafür sorgen, dass das Biomaterial sich als Plastikersatz verbreitet. Es gibt auch völligen Blödsinn, den man erschaffen will. Vieles derer. Südchinesisches Meer. Während Regierungen, Wissenschaft und Medien die Behauptung des wärmsten Jahres jemals, 2014, immer wieder aufbauschen, zeigt die große Muschelspezies in der Chinasee, dass es im Mittelalter als der Kohlendioxidgehalt niedriger als heute lag. Wärmer war es heute. Bitte selbst weiterlesen unter Nummer 3, da steht auch die Quelle dabei. Weltwirtschaft. Erfahrene Börsianer schauen hin und wieder gerne auch auf den Baltic Dry Index, den BDI, ein etablierter Preisindex für Schiffsfrachten, den so manche trotz seiner Unzulänglichkeit als Barometer für den Welthandel schätzen. Je langsamer der Welthandel, desto weiter sinken die Frachtpreise. Gemessen an dieser Logik gibt der BDI derzeit Großalarm. Er hat seit Jahresbeginn schon 5% eingebüßt und seit dem Januar 2014 satte 60% verloren. VSA, Paris. VS-Terrorexperten sind der Auffassung, dass es sich bei den Attentätern auf den Satire-Magazin Charlie Hebdo um eine ausgebildete Profis handeln. Sie seien eiskalt und nicht wie Himmelfahrtskommando vorgegangen. Parallelen zum norwegischen Massenmörder Anders Breivik seien zu erkennen. Die neue Form des internationalen Terrors werde die Gesellschaft spalten. Ich glaube, da hören wir noch sehr viel mehr von. Auch was da insgesamt wohl nicht nur schiefgelaufen ist, sondern was als Fake entlarvt worden ist. VSA. Die sehr großen aufsehenerregende Attacke letzte Woche in Paris hat die Behörden der VSA zum Geifern gebracht. Und ob der Gelegenheit, diese neue Runde der Angst auszunutzen, um bedeutende zusätzliche Mittel zu ergattern. Die NSA übt diesen Druck ganz direkt aus, etwa indem ihr Chef Konteradmiral Rogers sagte, dass die Attacke in Frankreich das Leben für die NSA sehr viel schwerer macht und mehr Überwachung von potenziellen einsamen Wölfen benötigt wird. Da haben wir denn das Thema Überwachung. Um nichts anderes geht es. Das ist was Neues. Etabliert und installiert werden soll. Der ehemalige VS-Sicherheitsberater Brzezinski sagt, dass der Islam nicht der Feind der Amerikaner sei. Die VSA seien eine multireligiöse Gesellschaft und müssten ihr Verhältnis zur islamischen Welt und den Muslimen intakt halten. Beleidigende Karikaturen hält Brzezinski für falsch. Die Europäer hätten Probleme mit dem Islam, weil ihre Gesellschaften homogen seien. Da soll er sich mal nicht drum kümmern, was wir hier machen oder was wir nicht machen. Der soll bei seinem eigenen Scheiß bleiben und er soll endlich aufhören, gegen die Russen zu hetzen. Denn das ist ein Russenhasser ohne Ende seit Jahrzehnten. Washington. Nach Recherche der Wall Street Journal setzte das FBI Geräte ein, die Mobilfunkmasten simulieren, um so massenhaft Daten von den 325 Millionen Mobilfontelefonen
in den USA abzuschöpfen. FBI, Generalstaatsanwaltschaft und Homeland Security schweigen sich zu dem Umgang mit den millionenfach erfassten Daten aus. Das FBI ließ lediglich wohl lauten, dass die Daten von Mobilfunktelefonen, die in der Öffentlichkeit genutzt werden, ohne Genehmigung abfangen kann. Sie haben für alles eine Entschuldigung, sie versuchen sich für immer für alles auch zu entschuldigen. Im Hintergrund aber immer sagend, wir lassen euch die Angst und wir sorgen für euer Wohl, was sie natürlich nicht tun. Einen Vorteil haben wir allerdings noch, sie haben viel zu wenig Personal, um das alles auswerten zu können. Da kommen nur einige Telefonate, Mails, das, was man abhört, hoch, die besondere Worte beinhalten. Und dann geht irgendwo bei denen die Klingel an. Washington. VS-Außenamtssprecherin Psaki hat den Vorschlag Nordkoreas an Amerika zur Einstellung der gemeinsamen Manöver zwischen Amerika und Südkorea im Gegenzug zur Verschiebung möglicher Atomtests abgelehnt. AP zufolge nannte Psaki die Verknüpfung der Manöver mit den Atomtests als grundlos. Sie muss es wissen. Managua. Die VS-Botschaft in Nicaragua hat in einer Pressemitteilung gefordert, dass alle Etappen des Kanalbauprojekts in offener und transparenter Weise vonstatten gehen sollen. Ihr wisst, dass dort der Chinese angefangen ist, einen zweiten Kanal durch Mittelamerika zu bauen. Diese betreffe die Finanzierung, die Studie über die Umweltfolgen des Megaprojekts und Ausschreibungsverfahren für einzelne Teilprojekte. Auch die Entschädigung bei Enteignungen müsste offengelegt werden. Havanna. Die Behörden in Kuba haben in den vergangenen Tagen insgesamt 53 als politisch eingestufte Gefangene freigelassen, die auf einer von den USA aufgestellten Liste standen, während der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehung mit den USA. Frage bleibt noch, und das ist aufgekommen in einzelnen Foren, auch von drüben her, lebt Fidel Castro eigentlich noch, dass sein Bruder an der Regierung ist, wissen wir ja, aber lebt Fidel noch oder ist er gerade erst gestorben? Venezuela. Ob Butter, Vollmilch, Zucker und so weiter, jedes fünfte Produkt in Venezuela ist Mangelware. Im Zentrum von Caracas hängen seit langer Zeit gelbe Aufkleber. Kommunismus ist Mangel für alle. Inzwischen protestieren immer mehr Bürger über die sozialen Netzwerke. Iran, Irak. Der iranische General Naqdi hat erklärt, dass nach seinen Informationen die USA den islamischen Staat direkt unterstützen. Als Beweise führt er unter anderem an, dass VS-Flugzeuge regelmäßig Munitions- und Waffenpakete in Gegenden abwerfen, die unter IS-Kontrolle stehen. Bereits zuvor hatten Vertreter des irakischen Parlaments ähnliche Vorwürfe gegen die USA erhoben. Natürlich ist es so. Der CIA unterhält die ISIS, abgekürzt heißt hier IS, sie wissen also nicht genau, was sie wollen, wie sie es machen, egal wie. Ansonsten könnten sie das gar nicht sich besorgen, bezahlen, vielleicht durch Spenden aus Katar oder aus Saudi-Arabien, denn das Haus Facht ist auch damit drin involviert. Teheran, Iran. Der Iran schließt im militärtechnischen Bereich zum Westen auf. Die Regierung in Teheran erklärte, sie verfüge nun über ein echtes Iron Dome Raketenabwehrsystem, das den iranischen Luftraum angeblich zum sichersten im gesamten Nahen Osten machte. Es ist das Ding, was da vor anderthalb Jahren passiert ist, als eine Rakete vom Mittelmeer abgeschossen worden ist und direkt vor Israel ins Wasser fiel, ohne einen Gegenangriff von irgendeiner Seite, sondern die Rakete, oder es waren sogar zwei, flog wie gegen eine Mauer, gegen eine Wand und fiel dann ins Mittelmeer zurück. Beijing. Am 8. und 9. Januar hat in der chinesischen Hauptstadt Beijing das erste offizielle Treffen zwischen der asiatischen Supermacht und dem lateinamerikanischen und karibischen Staatenbund CELAC, C-E-L-A-C, stattgefunden. Eine Erklärung von Peking fasst die gemeinsamen Interessen und Ziele zusammen. Sie sollten in einem 5-Jahres-Plan berücksichtigt werden. Asien, Europa. Die Grenze zwischen Europa und Asien ist seit jeher umstritten. Nun haben Forscher aus dem Ural
ausführliche Messungen vorgenommen und scheinen der Antwort ein Stück näher gekommen zu sein. Allerdings stimmen die Ergebnisse nicht mit der offiziellen Version überein. Das kann sich um nicht ganz viel handeln. Wir wissen nur, dass die Türkei nicht zu Europa gehört, sondern nur der kleinste Teil, und das ist, soweit ich weiß, weniger als 7% oder 6% sogar nur. Russland, Europa. Friedensnobelpreisträger Gorbatschow hat wegen der Ukraine-Krise vor einem großen Krieg in Europa gewarnt. Das hat er schon mal vor 2 Jahren gemacht. Wenn angesichts dieser eingeheizten Stimmung einer die Nerven verliert, werden wir die nächsten Jahre nicht überleben, meinte Gorbatschow in einem Interview des Nachrichtenmagazins Der Spiegel vom Samstag. Moskau. Der Präsident der Russischen Föderation Putin hat ein Dekret unterzeichnet, das es ausländischen Staatsangehörigen erlaubt, in Einheiten der russischen Armee oder des Innenministeriums zu dienen. Das Dekret ist Teil des Monopolisierungsplanes für die Streitkräfte Russlands und soll vor allem Einwanderern aus den zentralasiatischen Republiken eine bessere Perspektive bieten. Russland. Die Mehrheit der Russen ist glücklich, hat eine Meinungsumfrage ergeben. Ihr Glück basiert vor allem auf familiären Bedingungen und Gesundheit. Einige Forscher halten den Glücksindex für einen wichtigen Gradmesser gesellschaftlicher Entwicklung. Wichtig ist in der Tat, wenn die Familien in Ordnung sind. Kiew. Der ukrainische Präsident Poroschenko hat Russland vorgeworfen, für die jüngsten Angriffe in der Ukraine, bei denen 2 Soldaten getötet wurden, verantwortlich zu sein. Poroschenko teilte am Samstag mit, der Grund für die jüngsten Blutvergießen seien die Maßnahmen Moskaus zur Bewaffnung des pro-russischen Kräfte in der Ostukraine. Bei den Auseinandersetzungen am Freitag zwischen pro-russischen Kräften und der ukrainischen Armee wurden 2 Soldaten aus der Ukraine getötet und 20 weitere verletzt. Poroschenko fügte mit Blick auf die vorübergehende Feuerpause zwischen der ukrainischen Regierung und den pro-russischen Kräften hinzu: Die Grenze zwischen Russland und der Ukraine steht zur militärischen Bewaffnung offen und der Waffenstillstand wird weiterhin gebrochen. Da sollte er sich mal ein Beispiel dran nehmen, denn er bricht sie laufend. Mal wieder MH17. Alle Passagiere des Fluges MH17 von Amsterdam auf Kuala Lumpur flogen am 17. Juli 2014 aus Amsterdam, 17 Minuten später nach dem Abschuss des Flugzeuges über den Dambus los und gelangten mit einer Verspätung wohlbehalten auf dem Flugplatz in Kuala Lumpur an. Darüber hat eine Quelle des Sicherheitsdienstes der Ukraine dem Advokaten Benoim berichtet. Am 17. Juli flogen von Amsterdam mit 17 Minuten Unterschied 2 gleiche Boeings 777/200 ab. Das erste imitierte den Flug MH17, aber nicht ein Passagier, der für den Flug registriert war, befand sich in diesem Flugzeug. Alle Passagiere, die für diesen Flug registriert waren, waren im Umsteigen aufgefordert worden und flogen mit der Boeing 777/200 weiter. Das Flugzeug, das den Flug imitierte, wurde durch den gewöhnlichen Luftkorridor über den Donbass geleitet, aber der eigentliche Flug wurde von ukrainischen Dispatchern über den sogenannten südlichen Luftkorridor geschickt, der sich unter Aufsicht der Cherson'ska Dispatcher befand. Dieses Flugzeug wurde von den Beobachtern Russlands registriert, die auf der Krim stationiert waren, als dieses Flugzeug das Gebiet von Genichesk überflog. Hierbei muss festgestellt werden, dass die Dispatcher-Aufsicht von Cherson im Jahr 2014 nicht das Zertifikat der staatlichen Luftaufsicht der Ukraine bekommen hatte. Nach dem Überflug von Genichesk wurde das Flugzeug erfolgreich den russischen Dispatchern übergeben, die es nach Kasachstan weiterleiteten. Nach dem Überflug des russischen Territoriums haben die kasachischen Dispatcher das Flugzeug weitergeleitet. Die Wahrheit kommt, wie auch immer, und wenn es punktweise ist, hoch und immer hoch. EU, VSA, nicht zu vergessen. Wie schon beim TTIP, dem Abkommen über die Auslieferung europäischer Rechte an die Konzerne der VSA, sind es erneut feige Funktionäre, die mit TISA
Reste der EU-Demokratie wohlfeil verscherbeln. Für einen Posten hier, für ein amerikanisches Wohlwollen dort. Und sie haben gute Gründe, ihren Namen nicht preiszugeben. Man könnte sie zur Verantwortung ziehen für das Schreddern ihrer Amtseide, für das Rumtrampeln auf Verfassungen. Man wird sie zur Verantwortung ziehen. Definitiv. Griechenland-Troika. Die Ausrufung vorgezogener Neuwahlen in Griechenland für den 25. Januar 2015 scheint die Troika überhaupt nicht beeindruckt zu haben, dass sie unbeweglich auf ihrer Position diesbezüglich verheerender Eingriffe in Versicherungssystem und Arbeitsgesetzgebung beharrt. Sie können es auch nicht und sie dürfen es nicht. Griechenland. Der in der Finanzszene wohlbekannte Blogger Mike Mish Shedlock forderte die Griechen in seinem Blog Global Economic Canalis Sis.blogsport auf, könnt ihr nachlesen übrigens in der, wie es genau geschrieben wird, in der 24. Thematikankündigung, ihr Geld möglichst schnell von der Bank zu holen, bevor es zu spät ist. Griechenland, Frankfurt. Die EZB erhöht den Druck auf Griechenland und droht, die Unterstützung für die Banken des Landes einzustellen, sollten sich die Griechen nicht an bisher getroffenen Abmachungen halten. Berlin, Frankfurt. Deutsche Wirtschaftsexperten haben die EZB erneut vor dem möglichen Ankauf von Staatsanleihen aus Euro-Krisenstaaten gewarnt. Kurzfristig müsste dieser als unbequemer Ausweg erscheinen, sagte der Ökonom Konrad, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums, der Welt am Sonntag. Mittel- und langfristig gefährde die EZB damit aber den Euro und opfert am Ende sich selbst. Nochmal Berlin, Griechenland. Über Nacht war alles ganz anders. Am Wochenende ließen die Bundesregierung das Gerücht streuen, ein Austritt Griechenlands aus dem Euro sei nunmehr verkraftbar. Bis vergangenen Sonnabend hatte Kanzlerin Merkel und ihr Finanzminister Schäuble jahrelang das exakte Gegenteil behauptet. Ein Griechenaustritt, also ein Grexit, gefährde die Stabilität der gesamten Eurozone dermaßen, dass alles getan werden müsste, um dieses zu verhindern. Was hat sich geändert? Seitdem diese unscheinbare oder scheinbare Sicherheit vom Ausbruch der Euro-Krise als Illusion hinweggespült wurde, sprangen die Regierungen der Finanzwelt bei und überführten die griechischen Milliardenschulden Schritt für Schritt in die Obhut der Euro-Partnerländer. Sprich, der dortige Steuerzahler hat zu bezahlen. Wenn internationale Großbanken heute beipflichten, dass auch sie einen Grexit kaum noch fürchten, kann dies nur bedeuten, dass jede Überführung der Schuldtitel von privaten in staatliche Hände ganz oder nahezu abgeschlossen ist. Ich bleibe übrigens immer noch bei der Behauptung, der Erste, der wirklich austreten könnte und würde, sollte, wollte, wie auch immer es bezeichnet man, ist immer noch Spanien. Griechenland ist nur ein Nebenschauplatz. Deutschland. Die deutschen Ausfuhren sinken im Vergleich zum Vormonat um 2,1%. Die Produktion der Unternehmen stagniert. Die Aufträge der Industrie sind aufgrund der Russlandkrise und der damit verbundenen Sanktionen rückläufig. Augsburg. Die Stadtverwaltung steht unter Schock. Der Leiter des Ordnungsamtes Sulzberger hat sich Mittwoch das Leben genommen. Der 58-jährige Amtsleiter stürzte sich zur Mittagszeit aus dem 9. Stock des Bürgerbüros in der Blauen Kappe. Er war sofort tot. Frage bleibt dann, was wusste er, warum hat er es gemacht? Wird wahrscheinlich immer wieder auf privaten Sektor geführt werden? Glaube ich nicht. Ich glaube, er hat mehr gewusst, als die meisten sich vorstellen können. Wiesbaden. Nach dem Attentat von Paris hat das Bundeskriminalamt, das BKA, einen Magazinbericht zufolge einen Alarmplan für Deutschland in Kraft gesetzt. Die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern seien angewiesen worden, schnellstmöglich die aktuellen Aufenthaltsorte islamischer Gefährder, ein Vokabular unmöglich, und von relevanten Personen aus ihrem Umfeld zu ermitteln, berichtet das Nachrichtenmagazin der Spiegel vorab.
Die Kontrollen sollen grundsätzlich verdeckt verlaufen. Eine BKA-Sprecherin äußerte sich dazu auf diese Anfrage nicht. Sie betonte aber, es gebe 260 Gefährder aus dem islamischen Extremismus, die im Verdacht stünden, Anschläge in Deutschland zu begehen. Zudem bekräftigte sie, es gebe keinen konkreten Hinweis auf Attentate in Deutschland, die Gefahr sei aber weiterhin hoch. Wenn es keine Hinweise gibt, ist die Gefahr auch nicht hoch. Naja, man muss was tun, man muss was sagen, egal wie. Deutschland. Mediziner schlagen Alarm. In Deutschland existiert ein versteckter Hunger. Betroffen sollen Millionen von Erwachsenen und Kindern sein. Der Grund, die Hartz-IV-Regelleistungen reichen kaum aus, um sich aus ernährungswissenschaftlicher Sicht vollwertig und ausreichend zu ernähren. Die Folgen sind vor allem für Kinder fatal. Wachstums- und Entwicklungsstörungen sowie zum Teil schwere Krankheiten können aus Mangelerscheinungen entstehen. Es gehört zum Plan, so will man es erreichen. Dann habe ich eine süße Nachricht. Basisch machen ist die Lösung für alle, die es gerne süß mögen. Verzicht ist nicht mehr nötig. Denn basisch naschen ist gesundes Naschen. Basisch naschen kann daher auch während einer Entschlackung, Diät oder Entsäuerung und während der Basiswochen sowieso passieren. Naschen Sie ab heute basisch und genießen Sie mit Ihrer ganzen Familie süße oder basische Köstlichkeiten. Vorteile: Basische Süßigkeiten sind reich an Basen. Basische Süßigkeiten sind relativ arm an säurebildenden Aminosäuren. Basische Süßigkeiten regen die körperlichen Basenbildung an. Die basischen Süßigkeiten verschlacken nicht, verfügen über einen hohen Wassergehalt und wirken entzündungshemmend. Basische Süßigkeiten fördern die Darmgesundheit und stabilisieren die gesunde Darmflora. Und bitte weiterlesen, wer daran Interesse hat, unter Nummer 32. Wie ich vorhin schon angekündigt habe, setzen wir gleich noch ein Video hinzu. Das kommt dann und erscheint dann extra unter den Nachrichten. Ansonsten war es das mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Zuhören. Mal schauen, was uns diese Woche bringt, außer einen neuen Sturm, der am kommenden Wochenende Deutschland erreichen soll. Er ist schon auf dem Nordatlantik. Er braucht immer so 5 bis 6 Tage, dann ist er hier. Mal sehen, wer weiterhin dran spielt am Wetter. Da, wo ich derzeit bin, regnet es seit 5, 6 Tagen fast ununterbrochen. Wie gesagt, wir sehen uns wieder. Wir hören uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.